Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den viskorbischen Kuhstall, und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Tierhaltung. Der Autor von diesem Mod heißt hier C und EE. Und die Modgröße liegt aktuell bei 51,79 MB. Ist in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Kuhstall hier zum ersten Mal auf der Konsole platzieren tut, dann kostet euch dieser hier knapp 47 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal platzieren tut, dann nur noch 2 Slots. Das Ganze finden wir hier im Baumenü. Dazu öffnen wir das Baumenü, dann bei Tieren, dann bei die Kühe. Und da haben wir auch schon unseren viskorbischen Kuhstall. Dieser kostet uns beim Platzieren auf der Karte knapp 50.000 Euro und Unterhalt am Tag beträgt hier 10 Euro. Kapazität beträgt hier 20 Kühe. Diese kann man mit totaler Mischration, Heu oder Gras füttern. Und so sieht dieser Kuhstall hier gerne mal genauer aus. Wir haben hier verschiedene Triggerpunkte. Einmal hier für die Milch zu laden. Ja. Dann können wir hier sämtliche Tore und Türen öffnen. Hier zum Beispiel hier jetzt. Na, da haben wir so einen kleinen Abstellräumchen und können auch hier über die Treppe hier hochgehen. Und dann hat man hier auch so ein bisschen Platz für halt eventuell kleine Ballen zu lagern. Was optisch natürlich auch schon mal was hat. Ne? Also sieht natürlich auch mal schön aus. Man hat hier zwei, sagen wir mal so, zwei Löcher hier in der Decke, wo ihr die Ballen runterschmeißen könnt. Geschweige denn, wenn die Ballen da durchpassen. Ja, einmal hier und einmal hier hinten. Ja, auch schon natürlich mitgedacht. Und hier kann man halt die Ballen oder sämtliche andere Dinge auch hochgeben. Mit Förderband oder halt mit anderen Dingen. Dann können wir hier wiederum runtergehen. Haben wir noch eine Tür. Und können das Fenster sogar öffnen. Kann man die Tür hier auch öffnen? Einmal das Licht können wir hier anschalten. Oh, das sieht natürlich auch mal schick aus. Machen wir hier das Tor mal zu. Ist die Frage, kann man hier. Ah, man kann hier sogar reingehen. Okay. Da hat man natürlich auch mal mitgedacht. Finde ich natürlich auch mal sehr schick gemacht. Fußmatte zum Füße abtreten. Hier kann man auch noch die Tür öffnen. Ja. Da könnte man hier in eine Art kleines Räumchen rein. Kühlschrank, Milchkanne, Schuhe und sogar High Heels. Auch hier kann man das Licht anschalten. Ne? Auch sehr gut mitgedacht. Machen wir hier wiederum alles zu. Jetzt haben wir hier aktuell auch den Triggerpunkt für das Teammenü. Ja, wir können hier als Beispiel mal 4 Kühe kaufen. Ja. Und hier können wir auch sämtlich. Ja. Und da seht ihr auch schon hier die Kühe. Die Kühe sind jetzt hier aktuell nur Deko. Also nicht wundern, das sind jetzt nur Deko-Kühe. Ja. Aber ihr könnt hier sogar durchfahren. Ja. Also hier wurde detailreich sehr viel gemacht, muss man mal sagen. Deswegen hat das Ganze auch so eine hohe Slot-Anzahl. Hier hat man auch mitgedacht. Ne? Auch hier die Kabelverlegung ist auch mal top. Der Schalter müsste hier sein, genau. Kann man Licht einschalten. Ist auch schon sehr schick gemacht. Ja. Und haben wir hier noch so kleine Räumchen dazwischen, wo man hier verschiedene Sachen lagern kann. Ach, kleiner Ofen hier, Besen. Auch hier wiederum Fußabtreter, Stiefel, Brot zum Essen. Ja. Und hier haben wir auch Licht drin. Wir können auch sogar hier durch die Tür gehen. Das war das Licht. Wir können hier durch die Tür gehen, genau. Können wir die Tür öffnen. Machen wir diese wieder zu. Ja. Und können wiederum hier rein oder rausgehen. Dann können wir das wiederum zumachen. Ja. Gegenüber von dem Kuhstall habt ihr hier aktuell dann noch den Gülletrigger. Den hat man ja eben hier gehabt. Ja. Und da kann man auch wiederum in die Kühe reingucken. Auch hier habt ihr verschiedene
Tore, die ihr öffnen könnt. Ihr müsst eventuell hier reingehen. Genau. Gehen wir mal hier rein. Hier rüber. Einmal hier zum Beispiel. Dann hier zum Beispiel. Und hier können wir alles öffnen. Ihr müsst natürlich hier aufpassen, ne, mit dieser Konstellation von den Toren, dass das Ganze da nicht irgendwo hakt. Auch hier hat man mitgedacht, verschiedene Torweiten. Ne. Man kann hier auch durch zwei Sachen hier durchfahren. Könnt ihr die hier auch noch öffnen. Ne. Und optisch macht das Ganze hier auf jeden Fall einen schönen Eindruck. Hier haben wir noch ein paar Paletten hingestellt als Deko. Ne. Und sieht natürlich auch von außen sehr schick aus. Haben wir hier auch noch irgendwo Lichtschalter? Einmal hier. Und einmal sogar hier. Hier mal Licht. Haben wir hier auch noch Licht? Ja. Das ist natürlich auch mal sehr schick gehalten. Wir haben hier verschiedene Lichter drinne. Und die kann man einzeln alle ansteuern. Das heißt, ihr könnt die einzeln alle ausmachen oder anmachen. Je nach beliebigen, welche Lichter ihr so braucht. Genau. Und dann würde ich noch gerne da testen, was die Kühe hier so bekommen. Die kriegen hier Nahrung und Stroh. Okay, dann machen wir das mal. Natürlich könnt ihr die Tür hier oben auch noch öffnen, denke ich jetzt mal. Ja. Ja, man kann mal gucken hier. Zack. Einmal hier hoch. Und dann einmal hier hin. Genau, die könnt ihr auch noch öffnen. So, dann verschwinden wir mal gerade hier durch. Nehmen hier mal den kleinen Zähltor hier. Weil der als einziger Traktor da reinpasst. Nehmen hier mal ein bisschen Stroh mit zum Anfang. Ungefähr jetzt mal 1600 Liter. Und fahren den dann hier rein. Die Frage, kann man das hier jetzt abkippen? Ja, kann man. Da müsst ihr allerdings auch noch aufpassen mit der Höhe des Anhängers, ne, weil wie ihr seht. Oh, der Anhänger geht gerade so hier rein. Das ist auch gut, mal. Da haben wir einmal hier Stroh drin. Und jetzt nehmen wir natürlich auch die totale Mischration mit. Die wollen wir auch noch auffüllen. So, da haben wir hier die totale Mischration. Und können diese auch hier reinfahren. Auch wenn das Ganze jetzt die Deko-Kühe sein sollen, ist das auch wiederum aber schick gemacht. Aber man sieht hier trotzdem das Futter hier. Und das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr schön gehalten. Ja, finde ich natürlich auch relativ sehr, sehr schick gemacht. Das hier muss eventuell auch viel Arbeit gekostet haben. Ja, Hut ab davor. Und ja, wie gesagt, ist ein schöner Kuhstall. Wir können natürlich auch alles schließen. Ja, die ganzen gesamten Tore. Mal alle wiederum zumachen. Ne? Hier und hier. Ne? Und hier den Kuhstall natürlich auch. Und ja, was haltet ihr denn von dem Kuhstall? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr diesen Kuhstall auch mal sehr schick gemacht findet. Oder halt eure eigene Meinung dazu. Mich würde das Ganze auf jeden Fall sehr freuen. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende dieses Videos hier gekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal euer Feedback da.
Falls ihr noch Fragen habt dazu, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns auch gern auf Twitch oder schaut uns bei Discord gerne mal vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Einschalten und macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.